gern, liebe Bürgermeister, insbesondere natürlich lieber Bürgermeister Michael Abraham hier, der Reauer, Klammer auf Ober, Klammer zu Bürgermeister manchmal, liebe Bürgermeister Hans-Jürgen Kropf, liebe Mitglieder des Kreistages und insbesondere liebe Mitglieder der Arbeitsgruppe ÖPNV, die im Zusammenhang ganz herzliches Grüß Gott an den Bürgermeister Bayer aus Köditz, an Frau Blaum aus Schwarzenbach an der Saale, an Günter Nettfuß aus Schwarzenbach an der Saale, liebe Mitglieder der Stadträte von Reau und von Regnitz-Losau, lieber Vorsitzender bzw. Geschäftsführer der Logistikagentur Oberfranken, lieber Geschäftspartner, lieber Partner im Projektpartner, lieber Herr Kirschbaum und ja, liebe Vertreterin der Regierung von Oberfranken, liebe Frau Köberner und auch natürlich meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ich darf Sie alle ganz herzlich begrüßen hier am Maxplatz in Reau zum Start eines für uns wichtigen Projektes. Unser Ziel ist es, Mobilität natürlich und damit auch Lebensqualität im ländlichen Raum und für ländliche Strukturen zu verbessern. Die Gründe dafür sind mannigfaltig, natürlich aber vor allem auf zwei Schienen beruhend. Zum einen, weil es Menschen gibt, die auf den öffentlichen Personennahverkehr angewiesen sind. Und zum zweiten, weil es Menschen gibt, die nicht auf das eigene Auto angewiesen sein wollen. Nun gibt es unterschiedliche Projekte, die sich in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten, nicht nur hier in der Region, sondern auch in ganz Deutschland und darüber hinaus mit dem Thema Mobilität beschäftigt haben. Unterschiedliche Projekte, die neben dem klassischen öffentlichen Personennahverkehr fungieren. Auch wir in unserer Region haben sogenannte Anrufsammel- bzw. Anruflinien-Taxi-Systeme mit unterschiedlichem Erfolg und sie werden unterschiedlich haben. Darüber hinaus ist es aber auch so zur Aufgabe geworden, viele, natürlich gerade der Politik, dass man bereit ist, auch Mobilität neu zu denken. Das ist richtig, das ist ein Schritt. Wir wollen aber Mobilität nicht nur neu denken, wir wollen Mobilität neu schaffen. Und deshalb freuen wir uns sehr, dass wir dieses Projekt heute hier starten können und heute hier angehen können. Ein Pilotprojekt, bei dem wir uns an den Bedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger, an den Bedürfnissen der Nutzerinnen und Nutzer orientieren. Das ist unser Hauptziel gewesen. Wir haben uns die Frage gestellt, wie, wo, wann. Wir haben, und ich bin gerade informiert worden, heute genau vor einem Jahr und zwei Tagen uns getroffen in Berlin mit Herrn Dr. Kirschbaum von Door to Door und haben uns ein Projekt angesehen, das so an anderer Stelle in Großstädten das ein oder andere Mal auch jetzt bereits ausprobiert wird. Sie werden dazu vielleicht näher sein. Und wir haben uns die Frage gestellt, warum können wir das nicht hier in ländliche Regionen übertragen und vielleicht auch noch fortentwickeln. Ein Projekt fortentwickeln für ländliche Regionen, das den Bedürfnissen der Menschen gerecht wird, den Bedürfnissen nach dem Wann. Jeder, der öffentlichen Personennahverkehr fährt, nervt es, wenn er zunächst einen Fahrplan anschauen muss und suchen muss. Ist jetzt heute Donnerstag und der Bus fährt nachmittags oder ist es Freitag? Räumlich vorhandene Haltestellen geschaffen, sodass nahezu überall Bürgerinnen und Bürger, die Nutzer, tatsächlich aus der Haustür herausgehen können oder tatsächlich direkt nahezu vor dem Arzt auch oder vom Drogeriemarkt halten können und sich abgeholt fühlen und auch angekommen fühlen. Natürlich fragt der Nutzer auch nach dem Preis und deshalb wollen wir das auch zu einem Preis anbieten, der öffentlichen Personennahverkehr entspricht. Ich möchte in dem Zusammenhang ganz herzlich danken, vorab danken zunächst natürlich den beiden Kommunen, mit denen wir hier zusammengearbeitet haben, mit denen wir die insgesamt 170 Haltestellen ermittelt haben. Lieber Bürgermeister Michael Abraham, lieber Bürgermeister Hans-Jürgen Kropf, ganz herzlichen Dank. Euch beiden ganz herzlichen Dank natürlich auch für eure Mitarbeit. Ich möchte in dem Zusammenhang natürlich auch ganz herzlich danken meinem Team im Kreistag, den Kreisräten, die auch zugestimmt haben, dass wir dieses Pilotprojekt durchführen
Und in dem Zusammenhang ganz herzliches Dankeschön an diejenigen, die sich im öffentlichen Personennahverkehrs Arbeitskreis, den wir gegründet haben, auch verdient gemacht haben, die von vornherein, liebe Frau Blaum, lieber Herr Lettfuß, lieber Bürgermeister Bayer, von vornherein gesagt haben, ja, das ist ein Projekt, bei dem wir glauben, dass es funktionieren und dass es wirken könnte. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken bei unserem Projektpartner, Dr. Kirschbaum, der mit seinen Erfahrungen dieses Projekt natürlich bereichert hat und, Klammer auf, hoffentlich, Sie sind dafür verantwortlich, zum Funktionieren, Klammer zu, bringt. Und ich möchte mich an vorderster Front ganz, ganz herzlich bedanken beim Freistaat Bayern, bei der Regierung von Oberfranken, mit der wir sehr, sehr gut zusammengearbeitet haben. Herzlichen Dank, Frau Zuckerbörner, und natürlich in dem Zusammenhang bei der Staatsministerin und für den Freistaat Bayern, bei dir, liebe Jürgen Gerlach. Der Freistaat Bayern lässt sich öffentlichen Personennahverkehr, lässt sich Mobilität etwas kosten. Wir werden es nachher auch sehen im Rahmen des Förderbescheides. Ich denke, es ist sinnvoll und es ist richtig. Zusammenfassend, bevor wir dann die erste Fahrt angehen werden und dann das Produkt Hofer Landbus auch freischalten werden, öffentlich zugänglich machen werden, ab dann 11 Uhr wird es öffentlich freigänglich sein, möchte ich einen Wunsch äußern. Einen Wunsch, der darin liegt, dass dieses Projekt, dieses neue Mobilitätsprojekt auch genutzt wird. Weil ich mir sicher bin, dass wir jetzt ein Angebot geschaffen haben, das möglichst große Flexibilität bietet. Das sicherlich nicht für jeden zu jeder Zeit genau das richtige Verkehrsmittel sein wird. Aber das glaube ich, wenn man öffentlichen Personennahverkehr im ländlichen Raum überhaupt denken kann, etwas ist, was extrem weitgehend ist. Und ich wünsche mir, dass es genutzt wird. Und wenn es genutzt wird, dann stehen wir hier und sagen, dann werden wir jetzt nicht diejenigen sein, die die Ausdehnung dieses Projektes auf andere Regionen im Landkreis und vielleicht auch darüber hinaus verhindern werden. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir präsentieren den Hofer Landbus. Herzlichen Dank, dass Sie da sind und ich wünsche dem Projekt und uns allen viel Erfolg und Gottes reichen Segen. Herzlichen Dank. Ich würde Sie bitten, noch ein bisschen näher zu kommen. Ich weiß nicht, im Normalfall. Außerdem würde ich gerne hier hingehen, weil ich zum einen nicht so gut die ganze Begrüßung auswendig kann, hier lang fahren. Und zum anderen finde ich es gut, wenn der Bus sehr prominent hinter uns steht und voll in unserem Blickfeld ist. Dass wir uns schon mal dran gewöhnen, ihn zu sehen. Ich hoffe, er wird noch viel häufiger zu sehen sein auf den Straßen hier. Sehr geehrter Landrat, lieber Olli, sehr geehrter Herr Abraham, sehr geehrter Herr Kropf, sehr geehrte Frau Dr. Börner, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ja, heute ist es soweit. Wir sind hier zusammengekommen, weil wir ja den Startschuss mehr oder weniger des Busses hier in Hof feiern können, der Hofer Landbus. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier bei Ihnen sein darf. Ich darf hier heute bei Ihnen sein, weil mein Kollege, der Verkehrsminister Hans Reichert, heute nicht kann. Und Sie sehen mich so lächeln. Ich finde das natürlich total traurig, dass er nicht kommen kann. Und er wäre selbst gerne gekommen, weil er selbst schon gesagt hat, es ist ein einmaliges Projekt hier in Bayern und er hätte ja, es gerne selbst eröffnen, wäre hier gewesen, um den Förderbescheid zu übergeben, aber er kann heute nicht. Ich bin trotzdem sehr froh, dass ich heute hier sein darf, aus zwei Gründen. Zum einen, weil ich mit meinem Digitalministerium, wir sind nicht dafür bekannt, so wahnsinnig viele Förderbescheide zu übergeben. Wir sind eher das Denkerministerium. Das heißt, ich komme sehr selten in die Gelegenheit, Förderbescheide zu übergeben und freue mich natürlich besonders, dass ich das heute tun kann, auch wenn es nicht mein eigener Förderbescheid ist, aber es ist einer vom Freistaat Bayern. Und zum Zweiten bin ich natürlich besonders froh, dass wir hier heute ja, ein Projekt feiern können, ein ganz großartiges Projekt, das einfach die Zukunft der Mobilität sein wird, vor allem in den ländlichen Regionen. Und ich finde es toll, dass wir heute hier den Startschuss machen können. Ich hoffe, dass es beispielhaft sein wird für viele andere Projekte und dass das Ganze, ja, dass sich ein ganzes Netz dieser Projekte spannen wird über ganz Bayern. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Mobilität wird immer wichtiger. Ob das fürs Einkaufen ist, ob der Arztbesuch. Als Digitalministerin könnte ich Ihnen natürlich jetzt viel erzählen von Online-Banking, vom Online-Handel, von Homeoffice, natürlich auch der Telemedizin. Aber im Grunde genommen ist es so, spätestens dann, wenn ich jemanden brauche, der auf meine zwei kleinen Kinder aufpasst, wenn ich die Oma brauche, wenn der Dreijährige abends beaufsichtigt sein muss, der gibt sich nicht damit zufrieden, dass er videomäßig einen Babysitter hingestellt bekommt, dem dreht er relativ schnell den Saft ab und stellt mir dann das Haus auf den Kopf. Das würde nicht funktionieren, der will natürlich seine Oma vor Ort haben.
Und es ist wirklich so, dass Familien immer weniger zusammenwohnen, in der Nähe wohnen, dass man häufig Arbeitsplätze hat, die außerhalb liegen. Dass man natürlich auch Gelegenheiten oder Aktivitäten wahrnehmen möchte, die außerhalb dem eigentlichen Wohnort liegen. Und dafür müssen wir mobil sein. Das ist ganz wichtig. Mobilität bedeutet auch Nähe und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Gleichzeitig wird häufig Mobilität gerade auf dem Land natürlich mit dem eigenen Auto gleichgesetzt. Wir müssen uns nur den Termin ansehen. Ich gehe davon aus, dass die meisten von Ihnen mit dem Auto gekommen sind. Ich will Ihnen jetzt gar kein schlechtes Gewissen einreden. Mein Dienstwagen steht auch irgendwo um die Ecke. Aber das ist normal im Prinzip, dass die meisten mit dem Auto kommen. Manchmal ist es Bequemlichkeit, aber manchmal ist es eben auch so, dass man mit dem Auto oder mit dem Motorrad nicht fahren kann, darf oder vielleicht auch will. Ich denke nur an Kinder und Jugendliche. Die haben einfach noch keinen Führerschein. An vielleicht auch eine alleinerziehende Mutter, einen alleinerziehenden Vater, dem die laufenden Kosten eines Autos zu hoch sind. Menschen, die durch Krankheit oder Unfall nicht in der Lage sind, ein Auto zu führen. Oder auch die ältere Generation, die sich vielleicht auch nicht mehr ausreichend sicher auf den Straßen fühlt. In größeren Städten ist so ein Verzicht weniger ein Problem. Da ist kein Problem, teilweise sogar total hip, wenn man kein eigenes Auto mehr hat. Der ist jetzt total modern. Aber da ist es auch unproblematischer, weil da einfach so ein enges Netz an Nahverkehr zur Verfügung steht, dass es eben auch möglich ist. Ganz anders sieht es eben auf dem Land aus. Hier ist noch sehr, sehr viel auf Individualverkehr angelegt und wir möchten ja, wenn wir gleichwertige Lebensverhältnisse im gesamten Freistaat schaffen wollen, dann sind deshalb ganz attraktive Mobilitätsangebote einfach wichtig. Und gerade im ländlichen Raum steht der ÖPNV ja auch vor riesigen Herausforderungen, alle Menschen vor Ort dann auch zu erreichen und ein gutes Angebot zu machen, was auch angenommen wird, aber letztendlich sich auch rentiert. Auch das gehört mit dazu, weil ansonsten hat es auf Dauer natürlich auch keinen Sinn. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, da kann die Digitalisierung natürlich sehr helfen. Die ist ein großer Helfer, weil es schneller, flexibler, umweltfreundlicher werden soll. Und durch neue technische Möglichkeiten können so diese Beförderungsangebote viel bedarfsorientierter angepasst werden und damit natürlich auch wirtschaftlicher betrieben werden. Ein Musterbeispiel für die Mobilität der Zukunft haben wir hier mit dem Hofer Landbus. Im Zentrum steht hier nicht irgendwie ein ellenlanger Fahrplan, sondern der Mensch, der von A nach B möchte und der ganz zielgerichtet bedarfsgerecht Angebote bekommt. Den Bürgerinnen und Bürgern werden in den Gebieten Rehau und Regnitz-Losau über, ich glaube, 170 hast du gesagt, ne? Ich wusste knapp 200 virtuelle Haltestellen für den Ein- und Ausstieg angeboten. Und die Fahrzeiten bestimmen sie einfach selbst über die App und dort wird einfach der Reisewunsch angemeldet. Und damit erreichen wir mehr oder weniger eigentlich die Umkehr des Fahrplan-Diktats. Die Buslinien richten sich nach den Menschen und nicht andersrum. Das ist wirklich Mobilität der Zukunft. Das ist eine ganz tolle Geschichte. Vielleicht stellt sich jetzt mancher die Frage, oh, warum denn erst heute? Ja, das hätten wir doch schon lang machen können, den ÖPNV so zu gestalten, dass er immer schon so funktioniert. Das hört sich doch alles gut an. Das hat natürlich einige Gründe. Einer der gewichtigsten ist mit Sicherheit, dass so ein flexibles Angebot natürlich auch die technologische Unterstützung braucht, das Know-how, die Möglichkeiten im Hintergrund, dass das überhaupt möglich ist. Und die Technologie von Door-to-Door kalkuliert ja die optimalen Fahrtwege, um den besten Einsatz auf dieser Flotte zu erreichen. Fahrgäste, die dann eine ähnliche Route haben, teilen sich dann die Fahrten. Also Leerfahrten können im Grunde genommen durch einen ausgeklügelten Algorithmus vermieden werden. Und damit wird es natürlich auch wieder wirtschaftlicher, es wird aber auch umweltfreundlicher. Und damit können wir einen Service anbieten, der für die Fahrgäste effizient ist, schnell ist, aber letztendlich auch umweltschonend, was auch sehr, sehr wichtig ist. Das Angebot soll natürlich jeder in Anspruch nehmen können. Die Fahrzeuge sind deswegen vollständig barrierefrei. Es können auch Rollstühle befördert werden. Und die Buchung kann natürlich nicht nur per App, auch das ist wichtig, sondern auch per Telefon gemacht werden. Das ist in unserer Zeit heute auch noch ganz wichtig, dass man nicht nur auf App reduziert ist, weil auch das nimmt nicht jeder an und es soll aber für jeden natürlich auch zur Verfügung stehen. Es freut mich auch besonders, dass schwerbehinderte Menschen und Kinder unter 6 Jahren kostenlos mitfahren. Das ist auch ein Punkt, der mit Teilhabe zu tun hat und den ich sehr, sehr unterstütze und gutheißen möchte, dass das so ablaufen kann. Ja, der Freistaat Bayern unterstützt gezielt den ländlichen Raum bei der Einführung solcher bedarfsorientierten Bedienformen.
Und dazu stellt eben das Bayerische Verkehrsministerium ein eigenes Förderprogramm zur Verbesserung der Mobilität bereit. Der Landkreis Hof in dem Fall erhält in diesem Jahr rund 53.000 Euro und bis 2024 stehen dann sogar bis 600.000 Euro Fördermittel bereit. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, der Hofer Landbus stellt ab sofort wirklich eine einfache, eine günstige Alternative zum eigenen Auto bereit. Ich kann Sie nur ermutigen, das Angebot auch zu nutzen. Auch ja, Autobesitzer, die wir heute gekommen sind, sollten uns überlegen, ab und zu das Auto stehen zu lassen. Zum einen, es ist unglaublich stressfreier, wie man an sein Ziel kommt. Man muss sich nicht in den Nahkampf mit anderen Verkehrsteilnehmern begeben. Spätestens dann, wenn es um den Parkplatz geht, hört der Spaß meistens auf. Man kann die Zeit sinnvoller nutzen, man kann was arbeiten, man kann ein Buch lesen. Es hat auch ein kommunikatives Element. Ja? Man kann ins Gespräch kommen, neue Leute kennenlernen. Wenn ich schon alles im Bus kennengelernt habe, ist eine wahre Freude. Also ich finde, da gibt es tolle Gelegenheiten. Und es schont natürlich auch den Geldbeutel. Auch das, was vorhin angesprochen, spielt eine Rolle, ob das erschwinglich ist und die Preise auch einfach angemessen sind und es sich lohnt. Und es tut was für unsere Umwelt. Ich hoffe jedenfalls, dass sich mehr Kommunen dem positiven Beispiel des Hofer Landbusses anschließen. Wir werden unser Engagement da in jedem Fall noch weiter ausbauen, um allen Bürgerinnen und Bürgern im Freistaat ein attraktives Mobilitätsangebot anbieten zu können. Wie Mobilität im ländlichen Raum gelingen kann, das zeigt jedenfalls der Hofer Landbus. Ich wünsche dem Hofer Landbus ja, stets volle Sitzplätze und hoffe, dass es gut angenommen wird und vor allem eine unfallfreie Fahrt. Vielen Dank. Das ist ja praktisch, denn wir haben gleich vor der Tür die eine Haltestelle. Und in der Tat, wenn Sie gleich vorbeikommen, werden Sie sehen, also direkt vor dem Fränkischen Hof ist eine der 170 Haltestellen, eine nicht nur virtuelle, sondern eine mit richtigem Haltepunkt. Und man merkte also richtig, wie die Dame im Hotel im Geiste schon den Umsatz rechnete, der jetzt zusätzlich kommt, weil natürlich Leute nicht mehr mit dem eigenen Auto fahren, sondern an der Bahn noch mal ein bisschen länger verweilen können. Also das ist das, was wir uns vorstellen, warum wir aus Berlin mit ungefähr 100 Leuten, die übrigens heute mit Fiebern im Geiste, heute sozusagen bei uns sind in Rehau, an dem arbeiten, was wir tun. Und natürlich ist Berlin auch eine Blase in gewisser Weise. Mobilität ist in aller Munde, aber die Dinge werden doch auch manchmal auf eine bestimmte Art und Weise konnotiert. Jetzt gerade brennt der Kampf zwischen den E-Scootern, den Fahrradfahrern, den Fußgängern um die Gehwege und die Fußwege. Das heißt also, die Mobilität im städtischen Raum ist etwas ganz Besonderes. Ist meistens diejenige, die so als erstes im Rampenlicht steht. Ich hatte ein oder andere von Ihnen auch am Sonntagabend die Fernsehsendung Anne Will gesehen und hat ein Gefühl dafür gekriegt, wie die Diskussion läuft. Nicht immer nur konstruktiv. Insofern glauben wir, dass bei der Mobilität im eher ländlicheren Raum eine riesengroße Chance besteht, die Dinge nicht so konfliktär, man sagt ja bei Digitalisierung oft auch disruptiv, disruptiv in dem Sinne, dass das Alte mehr oder weniger weggeworfen wird und das Neue kommt. Also gerade so nicht umzusetzen, sondern eher zu überlegen, wie kann man denn das, was da ist, das, was sich ja bewährt hat in der Vergangenheit durch digitale Technologien, so modernisieren, dass es noch effizienter, noch attraktiver wird. Und ich glaube, da ist der Hofer Landbus ein ganz wunderbares, auch herausragendes Beispiel. Denn Sie haben es eben gesagt, lieber Herr Landrat, gerade mal ein gutes Jahr hat es gebraucht von unserem ersten Gespräch in Berlin bis zum Startschuss heute. Und wir haben insgesamt so ungefähr 20 Projekte bei uns im Köcher. Und ich kann sagen, keines war so schnell wie Ihres. Also insofern zeigt das, glaube ich, was möglich ist, wenn die Wege kurz sind, wenn auch die Beteiligten miteinander an einem Strang ziehen. Und während Sie also bereits unterwegs sind, wird in vielen anderen Regionen auch grundsätzlich diskutiert oder die Genehmigung ist noch nicht da. Ich gucke mal Richtung Bezirksregierung. Also ich glaube, hier hat vieles einfach hervorragend funktioniert. Und natürlich ist auch wahr, dass Innovation immer etwas Experimentelles hat. Auch darauf müssen Sie sich einstellen. Manches wird Sie wundern. Ich kann davon ausgehen, dass Sie das ein oder andere Mal denken, ja, was für ein Schmarrn macht der Algorithmus denn jetzt schon wieder? Das wird so sein, weil die Dinge sich natürlich auch ein bisschen einruckeln müssen. Mobilität ist ein sehr regionales, ein sehr lokales Thema und unsere Plattform ist darauf ausgerichtet, in Lissabon, München, Duisburg genauso zu funktionieren wie hier in Rehau. Und trotzdem ist es so, bei neuen Dingen braucht es auch eine bestimmte Zeit. Deswegen finde ich das Ansinnen, was ich raushöre, dass Sie auch die Bürgerinnen und Bürger hier regelrecht an die Hand nehmen wollen. Sie haben es mir eben gesagt, dass Sie also in die Arztpraxen gehen, zu den Menschen, ihnen erklären, wie das Ganze funktioniert. Genau richtig, ich kann Ihnen aus Freyung im Bayerischen Wald berichten. Da ist es also so, einmal in der Woche gibt es da eine Bürgersprechstunde, in der erklärt wird, wie denn der Bus dort, das ist die Freifahrt, etwas anders, nicht ganz so ehrgeizig konzipiert wie hier,
im Landkreis Hof, aber auch mit einer App, wie denn diese App funktioniert. Und da kommen dann die älteren Menschen und die kriegen das also erklärt. Und das ist oft die erste App, die sie überhaupt nutzen. Und danach kommt dann WhatsApp und danach kommt vielleicht sogar nochmal Facebook. Also der Weg in die Digitalisierung öffnet sich auch durch Angebote wie den Hofer Landkursen. Das finde ich ganz ausgezeichnet. Insofern möchte ich Sie ermuntern, gehen Sie den Weg weiter. Ich finde das toll, dass heute der Startschuss gegeben ist. Es sind jetzt 2 Gemeinden im Landkreis Hof. Ich wünsche mir, auch in Ihrem Sinne, glaube ich, dass es noch viel mehr werden. Und es gab in den 80er Jahren einen Werbespot, den wir gerne zitieren, von einem Spülmittel, Ferry Ultra, vielleicht erinnert sich der ein oder andere. Da ging es um so eine Paella-Feier in 2 Dörfern. Und also das eine Dorf hat dann dieses konventionelle Spülmittel genommen und das andere Dorf hat also dieses wundervolle Ferry Ultra genommen. Und der Werbespot endete dann damit, während Villa Riva schon wieder feiert, wird in Wellerbacho noch geschrubbt. Mir scheint das so zu sein, der Landkreis Hof, die Gemeinden Reha und Regensburg sind also diejenigen, die schon lange wieder feiern, weil sie viel schneller sind als die anderen. In diesem Sinne behalten Sie das bei und Glück auf dem Hofer Landkreis. Danke. Ich kann mir vorstellen, wie schwer es für einen Bürgermeister ist, erst der 4. Redner zu sein in seinem eigenen Ort. Das ist nachvollziehbar, aber dafür jetzt sofort, lieber Michael Abraham, bitte. Danke. Ja, vielen Dank, Frau Staatsministerin, Herr Landrat, liebe Bürgermeisterinnen und Bürgermeisterkollegen und liebe Kollegen im Stadt- und Kreistag. Liebe Ehrengäste, Herr Dr. Kirschbaum, das stimmt natürlich nicht. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich gerne die Arbeit andere machen lasse. Also das heißt, das Konzept vorstellen lasse und jetzt letztendlich dazu übergehe, um die schöne, im Sonnenlicht bestrahlte Stimmung hier aufzugreifen. Nein, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte uns letztendlich ganz kurz nur gratulieren. Uns allen gratulieren, dass wir es in kürzester Zeit, lieber Landrat, geschafft haben, dieses Konzept auf die Beine zu stellen, auf den Weg zu bringen. Hofer Landbus klingt eigentlich ganz trivial, ist aber ein Konzept, das uns alle noch in Erstaunen versetzen wird, nämlich vor allem, weil wir dafür Sorge tragen werden, dass es auch wirklich genutzt wird. Wir haben uns da schon Konzepte überlegt, werden das also wirklich aktiv angehen, weil für uns ist es ein Durchbruch, ein Befreiungsschlag im Nahverkehr. Und den wollen wir natürlich aufgreifen und nutzen. Ich sehe vor allem den Hofer Landbus wirklich als Konzept für uns alle. Also das ist jetzt nicht nur der Rentnerbus, sondern das ist auch wirklich für die jungen Leute, für die, die hier arbeiten und leben. Und wir sind eine, lieber Bürgermeisterkollege Hans-Jürgen Kropp, eine sehr große Flächengemeinde. Wenn man Reha und Regnitz-Gosau zusammen nehmen, kommen wir auf 120 Quadratkilometer, also das ist wirklich ein Wort und das zeigt eigentlich schon auf, was für eine Herausforderung in diesem Konzept liegt und steckt, und diese Herausforderung, der wollen wir uns stellen, das wollen wir uns annehmen, und deswegen vielen herzlichen Dank an den Freistaat Bayern, aber insbesondere auch an den Landkreis Hof für diese komplikationslose zur Verfügungstellung, und wir werden das natürlich nutzen. Und Herr Dr. Kirschbaum, ich hoffe, dass Sie Recht behalten und wir wirklich in den kommenden Jahren immer noch von diesem Park heute erzählen werden und sagen, wisst ihr noch, und da haben wir es ausprobiert und jetzt läuft das. In aller Bescheidenheit, wer mit dem Auto angereist ist, hat es vielleicht gelesen, Reha, die Modellstadt Bayerns, ja, bescheiden machen wir Werbung für unsere Stadt und einmal mehr werden wir diesem Ruf gerecht, natürlich zusammen mit unserer Nachbargemeinde Regnitz-Gosau. Alles Gute, viel Erfolg dem Hofer Landbus. Ich darf den Bürgermeister Hans-Jürgen Kropf nun bitten, was der Bürgermeister Michael Abraham unter komplikationsloses zur Verfügung stellen gemeint hat, ist anders ausgesprochen. Wir haben es, aber wir zahlen nicht dafür. Ja, sehr geehrte Frau Staatsministerin, sehr geehrter Landrat, lieber Kollege Michael Abraham, sehr geehrter Dr. Kirschbaum, sehr geehrte Ehrengäste, jetzt kommt der 5. Redner. Und ich fange gleich mal so an, für Regnitz-Losau und für unsere Gemeinschaft hier, Regnitz-Losau und Riau, ist dieses Projekt ein Glücksfall. Ein Glücksfall deshalb, weil wir in unserer Gemeinde Regnitz-Losau auch an einem Projekt beteiligt sind, nämlich Marktplatz der Generationen.
ein Projekt des Bayerischen Sozialministeriums, wo wir über die gesamte Bevölkerung hinweg einmal der Gemeinderat und auch die Vereine und Organisationen bestimmte Themen bearbeiten, um ganz einfach die Generationen besser harmonieren zu lassen. Wir sind auf einem guten Wege und ein Baustein war unter anderem die Mobilität. Und Mobilität in einer relativ kleinen Ortschaft mit 2400 Einwohnern, aber verteilt auf eine Fläche von 40 Quadratkilometern, bringt natürlich Herausforderungen mit sich, weil es da viele Ortsteile und Weiler gibt, die sehr entlegen sind und da die Mobilität ein drängendes und dringendes Problem ist. Wir haben vor vielen Jahren, ich kann mich noch erinnern, vor über 20 Jahren schon mal das Rufbus-System eingeführt, was aber dann mehr oder weniger wieder eingestellt werden musste, weil das mit zu hohen Kosten für die Gemeinde Regensloser verbunden war. Und deshalb im Rahmen unserer Projektbearbeitung Marktplatz der Generationen kam unser Landrat mit einer sprühenden Idee, nämlich des Prinzips Door to Door. Und das haben wir natürlich dankend auch mit unserem größeren Partner der Stadt Reau aufgenommen und freuen uns, dass sich dieses System innerhalb kürzester Zeit zu dem entwickelt hat, was wir heute vor uns stehen, nämlich das fertige Ergebnis und das fertige Konzept mit in der Gemeinde Regensloser 70 Haltestellen, was unvorstellbar ist noch für die Leute und auch im Hinblick auf die Digitalisierung in der gewissen Weise abgeschwächt worden ist. Frau Ministerin, Sie haben das vorhin schon anklingen lassen. Nicht nur die App ist wichtig, denn ich sag mal, 8 von 10 Nutzern, die vielleicht künftig den Hofer Landbus benutzen werden, sind da noch etwas scheu oder noch nicht diesem gesteuerten System mächtig. Wichtig war, und das ist auch unserem Landrat zu verdanken, das Ganze zu erweitern. Und zwar derjenige, der den Bus anfordert, auch telefonieren zu können. Und da sind wir dann wieder auf einer Linie und dass es so geklappt hat, ist wunderbar. Es ist ein Novum, in einem Teillandkreis dieses System einzuführen und heute starten zu können. Ich bedanke mich im Namen der Gemeinde Regensloser ganz herzlich, dass wir mit vor der Partie sind und ich hoffe und wünsche, dass dieses Projekt zu einem Erfolg wird und auch weiterhin Schule machen kann. Vielen Dank. Ja, bevor die dunklen Wolken aufziehen, eine unserer wichtigsten Partnerinnen, Frau Dr. Werner, wenn Sie was, Sie schütteln mit dem Kopf, aber das würde ich schon sehr gerne, weil es ist so, dass wir natürlich in Zusammenarbeit, nenne ich jetzt an vorderster Stelle den Herrn Stumpf, den Herrn Goetz, bei unseren Mitarbeitern, den Herrn Weinrich von der Logistikagentur, wir natürlich auch immer auf die Unterstützung angewiesen sind, insbesondere im Zusammenhang mit der Regierung von Oberfranken bei vielen, vielen Projekten. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass wir da sofort auf offene Ohren gestoßen sind. Dr. Börner. Also die Regierung von Oberfranken vollzieht ja sozusagen das Förderprogramm Verbesserung der Mobilität im ländlichen Raum, das vom Freistaat Bayern extra aufgelegt wurde. Und dieses Projekt hier im Hofer Landhof, im Landkreis Hof mit Rehau und Regensloser ist jetzt auch für die Regierung von Oberfranken Neuland gewesen. Wir konnten zum einen das Förderprogramm vollziehen und der Förderbescheid wurde heute schon übergeben. Und zum anderen sind natürlich auch die notwendigen Genehmigungen, die man so braucht im Personenförderungsrecht, für uns Neuland gewesen. Und wir waren wirklich sehr begeistert, dass wir das zusammen stemmen konnten. Und wir wissen ja auch, dass der Regierung von Oberfranken das Thema Entwicklung des ländlichen Raumes, gleiche Chancen im ländlichen Raum, Demografie, Bewältigung im ländlichen Raum sehr wichtig ist. Und ein solches Nahverkehrskonzept, wie wir es jetzt hier haben, im Landkreis Hof, in Regnitz-Losau und Rehau, bietet natürlich tolle Chancen, hier ÖPNV zum Bürger zu bringen. Ja,
Und den klassischen Linienverkehr, den man hat, das klassische Linienangebot im ÖPNV, hier auch sinnvoll zu ergänzen, das wurde heute schon angesprochen, nicht disruptiv zu beseitigen, sondern beide Formen zu ergänzen und dadurch Chancen für die Bürger für gleichwertige Lebensverhältnisse hier in Oberfranken zu bringen. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Dankeschön. So, jetzt blicke ich in angekommen. Hier ist der Schein. Ah, haben Sie auch gezahlt? Bitte? Haben Sie auch gezahlt? Natürlich. Ja, natürlich. Ja. Also, dann fangen wir an. Hast du schon die Möglichkeit gehabt, das wieder echt zu filmen?